Hi Leute und welcome back zu einem neuen Video. Diesmal sprechen wir über unsere Erfahrungen, was das Leben in Dubai sowie auch auf Zypern betrifft. Wir haben unserer Meinung nach die wichtigsten Punkte zusammengefasst und beleuchten beide Destinationen aus der Sicht eines Auswanderers. Seid gespannt, wer am Ende das Rennen macht. Also bleibt auf alle Fälle bis ganz zum Schluss des Videos dabei und jetzt viel Spaß und Video ab. Hallo und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir mit dem Video starten. Wie die Chrissy schon erwähnt hat, wir haben 21 Punkte vorbereitet, wo wir Dubai mit Zypern vergleichen. Und es gibt immer einen Gewinner oder einen Unentschieden. Das heißt, wir verteilen jetzt Punkte und das ist aber ein subjektives Ergebnis. Das heißt, da wo zum Beispiel Dubai bei uns einen Punkt macht, kann das für einen anderen durchaus Zypern sein. Wie gesagt, das sind unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigene Meinung. Also, wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr uns das auch gerne in den Kommentaren schreiben. Aber jetzt gleich los mit dem ersten Punkt und zwar der Bürokratie. Bürokratie, ja, das ist ein ziemlich interessantes Thema, wenn man hier Dubai mit Zypern vergleicht, weil es unterschiedlicher nicht sein könnte. Ich muss sagen, Dubai ist relativ unbürokratisch. Das heißt, ob das jetzt der ganze Einwanderungsprozess ist, auch der Umzug ist oder eine Firmengründung oder generell, wenn es darum geht, irgendein Projekt umzusetzen, da sind die Araber, muss man schon sagen, sehr, sehr weit vorne und relativ unbürokratisch, was man von Zypern nicht behaupten kann. Also gewisse Strukturen erinnern hier wirklich tatsächlich an Österreich oder Deutschland. Sehr, sehr viel Bürokratie. Man muss oft von A nach B, um sich irgendein Dokument abstempeln zu lassen. Es ist also nicht so einfach wie in Dubai. Deswegen geht der Punkt Bürokratie ganz klar an Dubai. Kommen wir nun auch gleich zum zweiten Punkt und zwar generell dem Umzug. Wenn es ums Thema Umzug geht, stellt sich ja generell mal die Frage, verkaufe ich alles, was ich habe? Verkaufe ich mein ganzes Hab und Gut und wandere einfach aus oder nehme ich alles mit? Im Falle von mir war das so, dass ich vor 2,5 Jahren alles, was ich in Österreich hatte, verkauft habe. Also ich bin wirklich nur mit einem Koffer ausgewandert und habe mir dann Stück für Stück die Sachen neu gekauft. Wenn man jetzt aber schon ja eine große Familie hat, einen großen Hausrat hat und sagt, man möchte alles mitnehmen, dann kann man das natürlich auch machen, alles in einen Container rein. Ist natürlich immer eine Geldfrage, ob man sich das leisten kann, weil so ein Container, der geht ganz schnell mal so Richtung 4.000, 5.000, 6.000 Euro, wenn man das einkalkulieren kann, wenn man das möchte. Kann man das machen. Dubai ist natürlich von der Entfernung her ein bisschen weiter, 5 bis 7 Stunden so ein Flug, auch ein bisschen teurer, was jetzt das Hinsenden von Möbel, Containern, was auch immer anbelangt. Und in Zypern ist halt näher, das heißt, Zypern bin ich in 3-4 Stunden. Es ist auch mehr Cargoverkehr hier runter, das heißt, man kann sich Container schneller schicken lassen. Ich habe zum Beispiel mir letzte Woche so eine kleine Palette schicken lassen von Österreich nach Zypern. Die ist am Freitag weggegangen und wurde am Montag bei uns zugestellt. Also das ging relativ rasch. Also wenn man das Ganze beleuchtet, also ein Umzug generell ist immer jetzt mit sehr viel Stress und Geld verbunden und da muss ich sagen, ist beides ein Aufwand, aber Zypern definitiv günstiger, wenn man auch Sachen mit hierher nehmen möchte. Wenn ihr aber mehr zum Thema Umzug nach Zypern wissen möchtet, dann kann ich euch absolut den YouTube-Kanal von Marc und Melissa, der nennt sich Die Aussteiger, empfehlen. Die sind auch gerade dabei, von Deutschland nach Zypern auszuwandern und ja, beleuchten jeden einzelnen Prozess. Wir werden euch den Link des Kanals natürlich unten in die Infobox stellen. Wer ist also der Gewinner hier? Hier geben wir den Punkt Zypern, also 1:1. Kommen wir nun zum dritten Punkt und zwar der Digitalisierung. In Dubai läuft mittlerweile alles digital, also alles über diverse Apps, über E-Mail, über WhatsApp. Also WhatsApp wird sehr, sehr stark genutzt in Dubai. Man kann seine Radarstrafen über eine App bezahlen, sämtliche Rechnungen werden nur noch über Apps bezahlt. Also auch die Lieferdienste, das haben wir auch in einem unserer letzten Videos ja schon angesprochen, alles über die Apps. Dubai ist komplett digitalisiert, da würde ich sagen, das gehört mitunter zu den am meisten digitalisierten Ländern der Welt. Ganz im Gegensatz zu Zypern, also hier hat man es mit der Digitalisierung nicht so. Das ist vielleicht für den einen ganz gut, für den ja, dem anderen gefällt es eventuell nicht so, aber ich habe hier schon ein paar sehr, sehr tolle Erfahrungen gemacht. Also ich hatte auch mal einen Strafzettel zu bezahlen, musste dann auf ein Amt gehen. Ich wurde 3-mal hin und her geschickt, bis dann irgendwann jemand aus dem Archiv eine Akte rausgefischt hat, also wirklich noch eine physische Akte und dann wusste A nicht, was B getan hat. Im Endeffekt war es dann so, ich musste die Strafe
konnte nicht bezahlen. Ich bin dann unverrichteter Dinge wieder gegangen und da sieht man hier schon den Unterschied. Aber was man sagen muss, speziell vielleicht für ältere Leute, die jetzt nicht nur am Computer und nur am Handy die ganze Zeit sind, für die kann eine Digitalisierung oder eine zu stark digitalisierte Umgebung vielleicht nicht so gut sein. Da wäre man dann wahrscheinlich in Zypern oder auf Zypern besser aufgehoben. Für uns ist es aber ein klarer Vorteil und deswegen geht dieser Punkt auch wieder an Dubai. Punkt Nummer 4, die Steuern. Das wird ein sehr, sehr trockenes Thema und ich werde auch hier nicht sehr viel Zeit darauf verschwenden. Was kann man sagen? Dubai ist natürlich steuerlich gesehen eine Oase mit das attraktivste Land der Welt. Aber auch Zypern hat hier einiges zu bieten. Man hat zwar hier einen höheren Steuersatz und zwar 12,5%. Wenn man aber einen guten Steuerberater hat, dann kann man hier auch sicherlich noch das ein oder andere Prozent sparen. Klar, der Steuersatz in Dubai ist jetzt niedriger, dafür sind auch die Nebenkosten höher. Das gleicht sich für uns absolut aus. Also ich habe ein Unternehmen in Dubai und eines hier auf Zypern. Für uns macht beides Sinn. Deswegen gibt es hier ein klares Unentschied. Hier bekommen beide Destinationen einen Punkt. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Punkt und zwar dem Thema Kriminalität und Sicherheit. Ich blende euch hier den sogenannten Crime Index ein. Da sieht man eine Liste aller Nationen und wie sicher es dort ist. Je höher man gerankt ist in dieser Liste, desto sicherer ist das Land. Und wie man hier sehen kann, Dubai liegt an Platz 136 und ist somit das zweitsicherste Land der Welt. Und das kann ich auch absolut bestätigen. Also ich habe mich noch nie irgendwo so sicher gefühlt wie in Dubai. Du kannst in Dubai in einem Restaurant sitzen, du kannst deine Uhr, deine Geldbörse, dein Handy am Tisch liegen lassen und es wird niemand deine Sachen angreifen. Das heißt, es wird so gut wie nichts gestohlen, es gibt keine Kriminalität, es wird einfach hart durchgegriffen. Das heißt, wenn man hier ein Vergehen tätigt, so schnell kann man gar nicht schauen, wie man des Landes verwiesen wird. Und deswegen, wenn man sich an die Spielregeln hält, dann ist Dubai ein so geniales Land, was das Thema Sicherheit anbelangt. Auf der anderen Seite, Zypern gehört auch zu den sehr sicheren Ländern, muss man sagen. Auf Platz 106 gelegen ist es sicherer als Deutschland, nicht ganz so sicher wie Österreich, also so in der Mitte drin. Fühlen uns auf Zypern auch sicher, aber natürlich nicht in dem Maße wie in Dubai. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung, das ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ, aber als ich vor 5 Jahren das erste Mal hier auf Zypern war, hatten wir ein Airbnb gebucht und gleich in der ersten Nacht ist bei uns eingebrochen worden und alle Laptops wurden gestohlen. Das war damals mein Einstieg für Zypern. Also es hat damals beim allerersten Mal keinen guten Eindruck hinterlassen. Man muss aber trotzdem sagen, Zypern ist sehr sicher und ich würde es als sicherer definitiv als Deutschland, speziell in den Großstädten, einstufen. Okay, etwas habe ich vielleicht noch vergessen, was ich noch dazu sagen möchte, und zwar das Thema, sich als Frau allein zu bewegen. Und man muss auch hier sagen, ich habe überhaupt keine Probleme, wenn die Chrissy in Dubai um 3 Uhr nachts alleine durch die Innenstadt spazieren würde, es wird ihr nichts passieren. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Ganz im Gegensatz zu, ja, also jetzt in Europa, in einer europäischen Großstadt, das wäre eigentlich undenkbar mittlerweile. Auch auf Zypern, sage ich mal, in den größeren Städten, Lana, Kalimassol, nachts alleine muss jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sein, auch wenn nichts passieren würde, aber ich habe halt nicht so ein gutes Gefühl, wie ich das jetzt in Dubai hätte. Also dieser Punkt hier geht auch wieder ganz klar an Dubai. Weiter geht's mit Punkt Nummer 6 und zwar der geopolitischen Lage beider Länder. Wie schaut es in Dubai aus? Dubai eingebettet zwischen Saudi-Arabien und dem Oman. Keine Krisenherde, muss man sagen. Die Arabischen Emirate sind auch sehr mit dem Westen verbunden. Hier sehe ich keinen möglichen Krieg oder irgendwas. Sie kochen ihr eigenes Süppchen, mischen sich nicht auch überall ein. Also eine sehr, sehr sichere Lage hier für Dubai. Auf der anderen Seite muss man sagen, Zypern liegt in einem Krisenherd. Wenn auch man sagen muss, klar, Zypern ist in der EU. Ich sehe jetzt hier auch kein Problem, dass irgendwie der Angriff der Türken bald stattfinden würde. Aber wie ihr wisst, ist Zypern seit über 50 Jahren geteilt. Der nördliche Teil ist der türkische Teil, der südliche Teil der griechische Teil. Es ist radikal abgetrennt. Die UN hat auch immer noch Leute hier. Und man sieht auch so in der Bevölkerung, dass hier die Griechen nicht unbedingt die größten Fans der Türken auf der Nordseite sind und umgekehrt. Also man hat hier definitiv einen potenziellen Krisenherd, soll man mal sagen. Aber dass jetzt hier irgendwas passiert, das glaube ich natürlich nicht. Der Punkt geht hier trotzdem an Dubai. Nächster Punkt, der Umgang mit Covid. Wie schaut es in Dubai aus?
Ja, man hat aktuell bei der Einreise braucht man einen PCR-Test. Man hat eine ganz normale Maskenpflicht. Das heißt, in der Öffentlichkeit, auch wenn man ein Geschäft oder ein Lokal betritt, hat man eine Maske zu tragen. Anders als das gibt es aber keine weiteren Einschränkungen. Wenn jemand sich impfen lassen möchte, dann kann er das ganz schnell und unbürokratisch tun. Meistens innerhalb von ein paar Stunden wird auch hier wieder über eine App gebucht und man kann sich auch seinen Impfstoff auswählen. Für diejenigen, die sich nicht impfen lassen möchten, ist es derzeit auch überhaupt kein Problem. Also es werden hier auch nicht die Leute gegeneinander aufgehetzt, wie man das ja aus den, sagen wir mal, deutschsprachigen Medien vielleicht kennt. Hier macht jeder das, was er für richtig hält. Niemand urteilt über den anderen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Wie schaut es auf Zypern aus? Zypern hat im Prinzip dieselben Regeln wie in den meisten Ländern in Europa. Aktuell ist es so, wir brauchen als Ungeimpfte alle 48 Stunden einen Test, um generell am öffentlichen Leben teilhaben zu können. Aktuell ist es, sage ich mal, noch zumutbar für uns. Es ist kein Problem, alle 48 Stunden diesen Test zu machen. Sollte sich das Ganze aber verschärfen und die Freiheit wieder massiv eingeschränkt werden, ist es für uns ein leichtes, einfach in den nächsten Flieger zu steigen und nach Dubai zu fliegen. Also hier dieser Punkt geht wieder ganz klar an Dubai. Punkt Nummer 8, die Lebenskosten. Wie schon des Öfteren in unseren Videos erwähnt, ist in Dubai so ziemlich alles teurer, außer vielleicht Autos und Benzin. Aber Lebensmittel definitiv um einiges teurer als auch jetzt in, sage ich mal, im europäischen Festland, aber auch auf Zypern. Was wir aber die Erfahrung gemacht haben, dass diverse Elektronikartikel deutlich günstiger sind, weil es eben auch keine Mehrwertsteuer gibt. Ich habe letztens mich gerade für die neuen Apple AirPods Max interessiert. Da habe ich mal so ein bisschen mit den Preisen erkundigt. Und wenn ich jetzt diese AirPods Max hier auf Zypern bei einem Apple Store kaufe, dann bezahle ich um die 600 Euro dafür. Wenn ich mir die über Amazon von Deutschland her bestelle, bin ich bei ca. 500 Euro. Wenn ich mir diese Kopfhörer aber in Dubai kaufe, kosten sie mich knapp 400 Euro. Also man sieht hier schon einen deutlichen Sprung, dass hier zum Beispiel die AirPods Max um 50% teurer sind auf Zypern, als ich die jetzt in Dubai bekommen kann. Das war es dann aber auch schon, also mit den Ersparnissen in Dubai. Auf Zypern ist es natürlich ein bisschen entspannter, wie schon gesagt, Wohnen, Lebensmittel sind deutlich günstiger. Wenn ich aber jetzt einen Computer oder so kaufe, also das machen wir nicht hier, Elektronik kaufen wir in Dubai. Es macht aber auch immer Sinn, auf Amazon zu schauen, ob ich gewisse Artikel günstiger bekomme. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig, gute Vergleiche zu machen, weil es oft sehr, sehr hohe Lieferkosten gibt und auch Preisunterschiede. Also alles in allem, Lebenskosten sind auf Zypern definitiv geringer als in Dubai. Deswegen geht dieser Punkt klar an Zypern. Okay, kommen wir nun zu einem wieder sehr subjektiven Punkt und zwar dem Lifestyle. Also was der eine als vielleicht sehr, sehr toll empfindet, mag für den anderen ein Albtraum sein. Deswegen ist es hier wieder sehr subjektiv, was wir hier zu berichten haben. Also wie schaut es jetzt in Dubai aus? Wenn man jetzt auf so glamourösen Lifestyle steht und sagt, man möchte ein vergoldetes Steak um 1000 Euro essen, dann kann man das in Dubai machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte im einzigen 7-Stern-Hotel der Welt übernachten und 10.000 Euro die Nacht dafür ausgeben, dann bekomme ich das in Dubai auch. Also natürlich ist es auch so, dass man mit kleinem Geldbeutel in Dubai sehr, sehr viel erleben kann. Das muss man sagen. Also nicht alle Leute in Dubai sind reich und mit, sag ich mal, mit einem guten Durchschnittseinkommen lässt es sich in Dubai sehr, sehr gut leben. Für uns ist es so, dass wir es genießen, mehrere Monate im Jahr dort zu sein. Also so die Hälfte des Jahres in Dubai, das ist für uns wirklich toll. Wir genießen diesen Lifestyle, wir gönnen uns auch ab und zu mal was. Wir finden das alles sehr, sehr gut, aber auf Dauer wäre es uns nichts. Und deswegen sind wir auch im Sommer immer auf Zypern. Zypern ist so das krasse Gegenteil. Hier läuft alles viel, viel entspannter, entschleunigter. Es gibt schöne Natur, wo man hin kann. Also in Dubai hast du jetzt nur entweder die City oder die Wüste, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und in Zypern habe ich eben viel, viel mehr, sage ich mal, was jetzt auch Outdoor-Aktivitäten anbelangen. In Dubai kannst du im Sommer so gut wie nichts machen. Ich vergleiche ja den Sommer in Dubai immer gern mit dem Winter in Europa. In Europa im Winter, da sind wir auch nicht die ganze Zeit draußen, da sind wir auch die meiste Zeit drinnen. Und genauso handhabt man das in Dubai auch im Sommer, weil wenn es draußen 45, 50 Grad hat, der Asphalt auf 60 Grad aufhitzt, dann macht das einfach keinen Spaß. Und ja, also in Zypern gibt es zwar wohl auch ein paar größere Städte. Es gibt jetzt Larnaca, Limassol, kann man zwar
zwar nicht mit Dubai vergleichen, aber wenn man ein bisschen Party machen möchte, dann ist das hier auch absolut in Ordnung. Also zwei komplett verschiedene Welten. Uns gefällt beides, deswegen 50-50. Und hier muss man auch sagen, vom Ergebnis her, es kommen hier beide einen Punkt, es gibt einen Unentschieden. So, jetzt habe ich so viel geredet, ich hole mir jetzt ein Glas Wasser und übergebe ganz kurz an die Christina. So, weiter geht's mit einem Thema, über das der Marius so gesehen nicht wirklich viel sagen kann, deswegen bin jetzt ich an der Reihe. Und zwar kommen wir zu Punkt 10, das Leben als Veganer. Ja, fangen wir mit Dubai an. Dubai ist im Punkt vegan-friendly quasi ein Schlaraffenland. Man findet hier an jeder Ecke Restaurants, Supermärkte, Eisläden, die entweder ein großes veganes Sortiment haben oder überhaupt ein rein veganes Sortiment haben. Also man findet hier schnell viele Produkte. Es sind auch die diversen Lieferservices oder die diversen Apps, wo man online bestellen kann, sei es Kipsons, sei es Careem oder eben Deliveroo, wo man von den diversen Restaurants bestellen kann. Wirklich 1A und man hat hier alles schnell zur Verfügung. Das heißt, man kann sich in der Nacht was bestellen, man hat es 2 Stunden später vor der Haustür. Man hat auch hier in den Supermärkten eine um einiges größere Auswahl oder eine größere Produktbreite, sage ich mal, von den diversen Produkten eben zur Verfügung. Das Einzige, was hier in Dubai für mich persönlich ein Minuspunkt ist, das ist die Nutrition, das heißt die Supplements, die ich eben als Veganer zu mir nehmen sollte. Kein Muss, aber man sollte es zumindest so machen. Und diese ist hier in Dubai schon um einiges teurer als gewohnterweise in Österreich. Für mich habe ich hier eine super Lösung gefunden und bin mit einer tollen Firma, mit einem tollen Unternehmen in Kontakt, wo ich meine Produkte quasi weltweit ordern kann und immer sicher sein kann, dass ich sie auch bekomme. Also da habe ich noch nie ein Problem gehabt. Somit ist Dubai natürlich sehr, sehr toll. Wie schaut es jetzt auf Zypern aus? Zypern ist in puncto vegan friendly auch hoch im Kurs. Also ich hätte mir das selber nicht gedacht, dass die Insel das schon so, extrem involviert ist in das ganze Thema. Es gibt hier aber auch, ihr habt es in einem der letzten Videos gesehen, einen reinen veganen Supermarkt. Der ist zwar jetzt in Limassol, aber der bietet auch einen Online-Shop an, der auch inselweit beliefert. Man findet hier aber auch in den größeren Supermärkten, so wie zum Beispiel einem Alpha Mega, schon sehr, sehr viele Produkte, die man als Veganer so unter Anführungszeichen braucht. Man findet auch hier auf Zypern viele Restaurants und eben teilweise auch schon Hotels, Eisläden, die auf Veganer ausgerichtet sind, die ein veganes Angebot haben. So rein auf vegan gibt es jetzt nicht so viel. Die Auswahl ist hier zwar geringer, wenn man das im Gesamten betrachtet, trotzdem auf Zypern auch sehr, sehr gut. Aber in diesem Thema geht der Punkt klar an Dubai. Kommen wir zu Punkt Nummer 11 und zwar zu der Verfügbarkeit der Produkte. Wir starten auch hier wieder mit Dubai. Man bekommt hier quasi wirklich alles, was das Herz begehrt und das vor allem sehr schnell. Man bestellt etwas und hat es oft schon 2-3 Stunden später vor der Haustür. Es ist hier auch Amazon sehr, sehr stark vertreten. Was man dazu aber sagen muss, wenn man sich jetzt gewohnte Produkte bestellen möchte, sei es eine Kosmetik oder eben eine Nutrition, die man aus Deutschland bzw. Österreich bestellen möchte, ist es erstens so, dass nicht alle Unternehmen oder nicht alle Firmen das anbieten, dass sie nach Dubai liefern. Beziehungsweise wenn sie das anbieten, dann muss man schon einmal 3, teilweise sogar 4 Wochen einrechnen, bis das dann wirklich ankommt. Was man auch mit einberechnen muss, es ist dann auch ein Zoll drauf zu bezahlen, der teilweise nicht wirklich wenig ist. Es kommt immer darauf an, was es ist. Aber ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich habe mir meine Kosmetik bestellt und habe dann mal 25 Euro gleich Zoll drauf bezahlt. Wenn man die Produkte gern hat und diese haben möchte, bezahlt man das dann gerne. Es ist ja dann auch nicht so oft, aber es muss definitiv bedacht werden. Wie schaut es auf Zypern aus? Im Großen und Ganzen bekommt man hier auch alles, was man zum Leben braucht und auch natürlich mehr. Wer aber auf exzessiven Luxus jetzt wirklich aus ist oder drauf steht, der ist hier teilweise ja sicher am falschen Ort. Aber wie gesagt, es ist hier auch Amazon verfügbar. Die Lieferzeiten sind hier wesentlich geringer. Das heißt, also ich habe das letzte Mal meine Nutrition zum Beispiel hierher bestellt, habe dann innerhalb von 3 Tagen war die dann bei mir vor der Haustür. Man muss hier auch keinen Zoll drauf bezahlen, weil es natürlich in der EU ist. Das kommt aber auch immer ganz drauf an, was man bestellt. Bestellt man jetzt zum Beispiel einen Staubsauger, ist der erstens mal teurer und ja, man muss natürlich da auch dann Lieferkosten dazu bezahlen, die dann je nachdem, was es dann ist, nicht wirklich günstig sind. Also es kommt immer drauf an. Aber nichtsdestotrotz geht der Punkt hier in diesem Thema ganz klar wieder an Dubai. Punkt Nummer 12, die Trinkwasserqualität. Was soll man dazu sagen? Wir kommen beide aus Österreich und da
hat man den puren Luxus, dass man das Wasser überall aus der Leitung direkt trinken kann. Wie schaut es in Dubai aus? Dubai liegt in der Wüste, also Trinkwasser kann man hier lange suchen. Hier werden riesengroße Wasseraufbereitungsanlagen benutzt, um das Meerwasser zu entsalzen und eben dann das Trinkwasser abgefüllt in Plastikflaschen günstig, unter Anführungszeichen günstig, zu verkaufen. Es ist hier natürlich dann das Ausmaß von Müll extrem hoch. Man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel 2 bis 4 Flaschen Wasser am Tag braucht, was da in einer Millionen-City zusammenkommt. Das ist natürlich etwas, was ich persönlich schlimm finde, dass man da noch keine andere Lösung gefunden hat, aber es ist leider so. Also im Endeffekt, man kommt einfach nicht darum rum, dass man das Wasser hier aus Plastikflaschen konsumiert. Wie schaut es hier auf Zypern aus? Ja, die Trinkwasserqualität ist auch hier ziemlich gleich schlecht wie in Dubai. In den Städten sollte man das Wasser eben auch auf keinen Fall aus dem Wasserhahn trinken. In den ländlichen Regionen bzw. in den Bergen sieht es da ein bisschen anders aus, aber ich persönlich würde es jetzt auch nicht aus der Leitung trinken, muss ich ehrlich sagen, habe es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Das ist mit dem Müll hier das gleiche Problem wie in Dubai. Wenn man das im Gesamten sieht, enorme Müllansammlungen hier alleine, was Wasserflaschen angeht, das ist natürlich ein Punkt, den man auf alle Fälle beachten sollte, wenn man sich überlegt, in eine der beiden Destinationen auszuwandern. Also das Luxusgut Trinkwasser hat man weder hier noch da. In diesem Thema haben wir ein Unentschieden, es bekommt hier keiner einen Punkt. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, und zwar Punkt Nummer 13, die Natur. Starten wir hier gleich wieder mit Dubai. Ja, was soll man sagen? Die Großstadt liegt mitten in der Wüste. Es gibt hier also nicht wirklich viel etwas Grünes. Alles, was man hier findet, was grün ist, ist künstlich angelegt und erschaffen. Teilweise auch so kleine Parkanlagen gibt, wo man sich dann wirklich, auch wenn man sich in der Großstadt befindet, wohlfühlen kann. Aber ja, wenn man eben jetzt in die Wüste rausfährt, dann hat man ein paar Bäume und sonst nur Sanddünen. Also man muss dafür einfach gemacht sein, das muss man ganz klar sagen. Mir persönlich gefällt es sehr gut, auch wenn man die riesige City da hat. Es ist aber für mich eine tolle Kombination und natürlich findet man hier nicht die Natur so wie bei uns in Österreich oder wie jetzt zum Beispiel auf Zypern, wo wir gleich dazu kommen. Aber das muss dann jeder für sich selbst wissen. Es hat auch die Wüste ihrer wunderschönen Seiten. Ja, wir machen gleich weiter mit Zypern. Hier sieht es natürlich komplett anders aus. Die Insel strotzt nur so vor Vielfältigkeit. Also man hat hier das glasklare Meerwasser, man hat die wunderschönen Kieselstrände, Sandstrände, man hat die Klippen, die Berge, Wasserfälle, man hat die Großstädte auch ziemlich in der Nähe. Es ist zwar im Sommer eine karge Landschaft, vor allem hier an der Küste. Ja, im Winter sieht das dann ganz anders aus. Ich selbst muss sagen, habe es persönlich noch nie live gesehen, nur von Bildern. Aber jetzt dann merkt man auf alle Fälle, dass schon Herbst wird. Es wird draußen etwas kühler. Es ist auch teilweise schon ein bisschen grüner als wir jetzt in den vergangenen 2 Monaten. Ja, man kann im Winter hier auch in den Bergen Skifahren. In den Bergen ist es auch im Sommer nicht so warm. Es ist auch sehr, sehr schön grün. Wenn man im Winter hier Skifahren möchte, kann man sich dazu entscheiden, direkt nach dem Skifahren mal schnell ans Meer zu fahren, dort eine Runde zu schnorcheln oder zu schwimmen, je nachdem, was man gerne hat. Hier kann man so quasi an Natur alles haben, was das Herz begehrt. Klarer Punkt für Zypern. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Der lehnt sich an den vorhergehenden Punkt an, und zwar Punkt Nummer 14, das Klima. Fangen wir hier wieder mit Dubai an. Wir haben in Dubai ein subtropisch heißes Klima, das heißt extrem heiße Sommer, milde, feine Winter. Man hat hier quasi auf der Tabelle, glaube ich, die unten eingeblendet ist, sind so um die 5 Regentage drauf, plus minus, also quasi das ganze Jahr über warmes, schönes Wetter. Ja, nur ist es eben im Sommer einfach für uns Europäer, sage ich mal, viel zu heiß. Das Meer, wer darin baden möchte, willkommen in der warmen Badewanne. Also das ist alles andere als erfrischend und man muss einfach für diese Temperaturen gemacht sein. Im Winter hingegen ist es extrem fein. Man kann am Abend auch mit kurzen Ärmel durch die Stadt gehen. Man kann am Strand chillen, ins Meer gehen, das ist total angenehm. Wie sieht das Ganze hier auf Zypern aus? Hier auf Zypern haben wir ein subtropisch-mediterranes Klima. Also es sind auch hier heiße Sommer, aber dann sehr milde mediterrane Winter. Ja, hier haben wir, glaube ich, so um die 50 Regentage, wenn mich nicht alles täuscht, eben auch wieder auf der Tabelle, die wir euch hier eingeblendet haben. Es ist auch hier das Meer sehr, sehr angenehm. Im Winter natürlich etwas frischer. Für denjenigen, der so wie ich kaltes Wasser liebt, ist es natürlich perfekt. Ja, wir haben hier teilweise aber auch mehr Sonnenstunden, wie zum Beispiel in Dubai. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, man hat in beiden Destinationen quasi das ganze Jahr über eigentlich schönes Wetter. Aber hier geht der Punkt an Zypern, denn hier ist es einfach ein bisschen ausgeglichener. Punkt an Zypern.
Weiter geht's mit Punkt 15, der Population. Also hier gibt es auch keinen Gewinner oder Verlierer, einfach nur ein paar Fakten, wie es hier ausschaut. Also Dubai oder besser gesagt die Arabischen Emirate haben insgesamt knapp 10 Millionen Einwohner. Davon leben alleine in Dubai knapp 3,4 Millionen Einwohner. Und von diesen ganzen 10 Millionen Einwohnern in den Arabischen Emiraten sind 85% Expats, also Auswanderer. Der größte Teil hier kommt aus Indien, Pakistan, den Philippinen, aber man findet Auswanderer aus der ganzen Welt hier. Das sind knapp 8,5 Millionen. Also ich glaube nicht, dass es ein anderes Land gibt mit einem so hohen Anteil an Expats wie in den Arabischen Emiraten. Wie schaut das auf Zypern aus? Zypern, zumindest der südliche Teil, hat knapp 875.000 Einwohner, davon ca. 110.000 Auswanderer. Hier ist es so, die größte Gruppe kommt aus England, gefolgt von Russland, China und dann kommt schon Deutschland. Also wie gesagt, hier gibt es keinen Gewinner. Dem einen gefällt eine große Stadt mit einer großen Population, der andere hat es lieber ein bisschen ruhiger. Aber das kurz zur Population der zwei Länder. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Punkt und zwar Mobilität und öffentliche Verkehrsmittel. Wir brauchen gar nicht groß zu diskutieren. Dubai hat eine riesen Anzahl an Taxis, an Ubers, die auch sehr, sehr günstig sind. Man kommt überall schnell von A nach B und das für einen kleinen Geldbeutel. Wir persönlich, wir leben in Dubai in der Marina. Das heißt, wir brauchen so gut wie kein eigenes Auto. Die meisten Wege sind zu Fuß oder auch mit dem Roller erreichbar und wenn wir irgendwo mal downtown oder so weiter hinaus möchten, nehmen wir ein Taxi oder ein Uber. Kommt uns um einiges günstiger, als wenn wir uns jetzt ein Auto für den ganzen Monat mieten würden. Und was auch noch dazu kommt, Dubai besitzt unter anderem eine der modernsten Metros weltweit, die auch die ganzen Stadtteile miteinander verbindet. Das heißt, man kommt auch, wenn man jetzt nicht mit dem Taxi fahren möchte, von der Marina zum Beispiel relativ schnell zur Dubai Mall, wenn man die Metro verwendet. Auf Zypern schaut das aber schon wieder ganz anders aus. Es sind zwar öffentliche Verkehrsmittel vorhanden, aber sehr, sehr spärlich. Also man würde vielleicht ohne Auto auskommen, wenn man jetzt in einer größeren Stadt wie Nicosia, Limassol oder Larnaca wohnen würde und auch nicht sich viel rausbewegt, dann wäre es möglich. Aber das geht, glaube ich, am Sinn vorbei. Das heißt, man braucht hier auf Zypern absolut ein eigenes Auto, weil ansonsten einfach das Leben, ja sage ich mal, viel zu verkompliziert wird. Und man kann auch nicht die ganze Zeit mit dem Taxi fahren, weil das wirklich zu sehr ins Geld geht. Also dieser Punkt geht wieder ganz klar an Dubai. Nächster Punkt und zwar die Flugverbindungen. Wie schaut es aus in Dubai? Also Dubai hat einen riesengroßen internationalen Flughafen. Es ist sehr einfach nach Europa und zurück zu kommen. Also die großen Flughäfen Wien, München, Frankfurt, die fliegen glaube ich teilweise ein bis dreimal am Tag sogar nach Dubai. Dubai ist auch ein großes Drehkreuz für die asiatischen Ländern. Also sehr, sehr gute Connections hier. Auf der anderen Seite auf Zypern haben wir aber auch sehr, sehr gute Verbindungen. Wir wohnen glaube ich knapp 12 Minuten vom Flughafen Larnaca entfernt und der hat auch sehr viele direkte Verbindungen zu den großen Drehkreuzen, ob das jetzt Frankfurt ist, ob das jetzt Istanbul ist oder auch Dubai ist. Man kommt auch hier relativ schnell weg und auch sehr weit weg, ohne großen Aufwand. Deswegen würde ich hier absolut ein Unentschieden geben. Vielleicht gibt es einen kleinen Vorteil für Zypern, wenn man sagen kann, dein Heimatbesuch ist vielleicht schneller. Also man fliegt knapp 3 bis 4 Stunden nach Europa, wogegen ich aus Dubai 5 bis 7 Stunden brauche. Aber das ist jetzt kein großer Unterschied, also würde ich hier sagen, Flugverbindungen, beide Länder gut ausgestattet, klares Unentschieden. Kommen wir nun zur Expat-Community in den beiden Ländern. Wie vorhin schon erwähnt, besteht Dubai bzw. die Arabischen Emirate zu 85% aus Auswanderern, mit dem größten Anteil mit Auswanderern aus den asiatischen Ländern, aber auch sehr, sehr viel Europäer, auch eine riesengroße deutsche Community ist in Dubai vorhanden. Es gibt Business-Treffs, es gibt verschiedene Gruppen auf Facebook, denen man sich anschließen kann. Wir selbst, wenn wir in Dubai sind, trainieren wir auch mit einer internationalen Gruppe. Da sind sehr, sehr viele Deutsche. Also wir machen so Outdoor-Training. Da sind sehr viele Deutsche dabei, aber auch wirklich Leute aus aller Herren Länder. Ob das jetzt Nigeria ist, Philippinen ist, Saudi-Arabien, den USA, Irland, Deutschland, Österreich. Also alles vertreten. Und das macht schon Spaß hier, sagen wir mal, die ganzen Eindrücke der verschiedenen Länder zu bekommen. Wir konnten uns schon eine tolle Community, ein großes Netzwerk an Freunden und Bekannten, auch deutschsprachigen
Freunden und Bekannten hier in Dubai aufbauen. Also wie schaut es auf Zypern aus? Mit knapp 110.000 Expats, also knapp 15%, gibt es natürlich deutlich weniger Auswanderer, auch in absoluten Zahlen gesehen. Wobei man sagen muss, dass hier ständig, also täglich, sich mehrere hundert Leute auf der Insel anmelden. Und speziell in der Umgebung Larnaca gibt es auch eine sehr, sehr große deutsche Community. Also wir haben hier ein riesengroßes Netzwerk, auch hier wieder an Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern und so weiter, denen wir ständig in Kontakt sind. Also nimmt sich das nichts. Sag ich mal, wenn ich wirklich netzwerken möchte, international gesehen, dann bin ich in Dubai besser bedient und deswegen würde ich hier knapp den Punkt an Dubai geben. Punkt Nummer 19, Mentalität der Einwohner, das überschneidet sich hier ein bisschen. Wie schon gesagt, es gibt in Dubai eine Vielzahl an Auswanderern aus den verschiedensten Ländern und man lernt halt sehr, sehr viele Kulturen kennen. Uns gefällt das sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, Zypern, ja, die Zyprioten sind ähnlich wie den Griechen. Also hier läuft alles ein bisschen langsamer, ein bisschen gechillter. Es ist auch was Schönes. Also das kann man so miteinander nicht vergleichen. Also hier würde ich sagen, gibt es ein klares Unentschieden und wir gehen gleich weiter zum nächsten Punkt. Kommen wir nun zum vorletzten Punkt und zwar Verständigung und Sprache. Wie schaut es in Dubai aus? Also in Dubai wird überall Englisch gesprochen. Das heißt, Englisch ist in Dubai eine absolute Voraussetzung. Man muss aber sagen, jeder spricht Englisch und das auch wirklich sehr, sehr gut. In Zypern ist es ein bisschen anders. Auch hier spricht man meistens Englisch, aber das, sage ich mal, einiges schlechter als in Dubai. Mit Deutsch kommt man auch nicht so weit, als außer halt vielleicht in den diversen Expat-Communities. In Zypern schadet es definitiv nicht, wenn man ein bisschen Griechisch bzw. Zypriotisch, weil der Dialekt, der unterscheidet sich doch schon sehr stark voneinander, wenn man das ein bisschen lernt, um ein bisschen den Anschluss, sage ich mal, zu den Locals hier zu finden. Für uns geht hier der Punkt an Dubai. Last but not least sprechen wir nur ganz kurz über die medizinische Versorgung. Das ist hier auch ein ganz, ganz klarer Fall. Dubai hat mitunter das beste medizinische System der Welt. Du hast sämtliche Spezialisten aus aller Herren Länder, die sich in Dubai niedergelassen haben und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Ärzten in Dubai gemacht, ob das jetzt der Zahnarzt war oder auch ein Chiropraktiker, wo ich regelmäßig hingehe. Also ich konnte zum Beispiel auf Zypern über ein Jahr lang keinen gescheiten Chiropraktiker finden. In Dubai gibt es die wie Sand am Meer. Also hier muss man sagen, wirklich top-notch, was das Gesundheitssystem in Dubai angeht. Auf der anderen Seite, Zypern hat auch ein sehr, sehr gutes medizinisches System für europäische Verhältnisse. Also da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Wenn einem was fehlt, dann bekommt man das auch hier auf Zypern geregelt. Wobei man sagen muss, die Vielzahl ist hier definitiv nicht so sehr gegeben wie in Dubai. Und deswegen geht hier auch wieder der Punkt ganz klar an unseren Favoriten Dubai. Das waren die wichtigsten Punkte, die wir auf unserer Liste hatten. Wichtig war uns vor allem, unsere eigenen Erfahrungen mit einzubeziehen, da wir vielleicht den einen oder anderen damit eine kleine Hilfestellung zur Verfügung stellen können. Ihr könnt auch gern für euch den Vergleich mal starten und uns euer Ergebnis in die Kommentare schreiben. Sollte der ein oder andere von euch auch die Idee ins Auge gefasst haben, in eine der beiden Destinationen auszuwandern, wir verlinken euch zum Schluss jeweils das Video einmal Auswandern nach Dubai, einmal Auswandern nach Zypern. Da könnt ihr euch dann nochmal einen genaueren Einblick holen, wenn das interessiert. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet, den Kanal abonniert und auch die Glocke läutet, damit ihr in Zukunft dann kein weiteres Video mehr von uns verpasst. Ja, in diesem Sinne sagen wir danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut und ciao!